Okay, und damit willkommen zurück zum Baldur's Tor, einem Part. Ja, jetzt habe ich meine zwischen den Parts habe ich mal den Spielstand wiederhergestellt und bin jetzt wieder hier vor den Türen des Gefängnisses. Und stürmen wir da mal rein. Dann machen es diesmal vielleicht anders. Further can I go? So, ich habe mal den Bären. Und schauen wir mal, wie wir das heute besser lösen können. Keep your aim steady, three. Letztes Mal hat man die Bären herausgefordert. Make it squeal again. Was in einem Höllentuti tut. Reducing it up. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mintz too. Boss is thinking of serving it to the wargs. And it makes funny noises. We made it squeal. Look, look, you'll see. I'll show ya. Lasst ihn in Ruhe, dann bitte weitermachen. Ich würde mal eure eigene Medizin schmecken. Ich glaube, der kämpft jetzt auf unserer Seite. Juhu. Okay, jetzt haben wir den Bären auf unserer Seite und müssen die Goblins bekämpfen. Yay, und eine Spinne. Vor der wir direkt davor stehen. Mal schauen, ob wir das jetzt besser hinkriegen. Und die Fahrer sind jetzt auch gegen uns. Bär, hilf uns. Ach du Scheiße, Spinnen. Verbrennen sie. Let's get this over with. Good. Again. Das war nicht so effektiv. Okay, jetzt kriegen wir badische Inspiration. Und der nächste. Zurückziehen. Der verbessert sich. Schön für uns. Gale. That won't work. Fehlgeschlagen, fantastisch. So, wir sollten uns alle mal ein bisschen in die Raumesmitte ziehen, damit wir kämpfen können. Auf der Treppe ist das ein bisschen. Gemacht der. So genau hier erstmal. Haben wir irgendwen hier in der Nähe? Ja, da drüben haben wir die. Die versuchen gerade abzuholen. Goblin-Kinder erschießen. Um die Ecke schießen wird schwer. Nichts anderes können wir hier gerade angreifen. Und dann beenden wir die Runde. Ich lasse die Barbaren mal hier hochrennen. Gegen die Spinnen hier kämpfen. Ich kriege eine Bewegungsrate. Fehlschlag, verdammt! Das ist doch nicht wahr. So, zweite Runde. Ah, der macht die Tür auf. Sehr schön. Nicht.
Oha, ich bin ganz schön angeschlagen. Will man mich demnächst mal heilen? Versuch mal hier hin. Immer mich selbst heilen. Und dann meinen durchbohrenden Schuss auf ihn oder auch nicht. Einen einfachen Schuss, kriegen wir den auch hin. Nicht genug Bewegungsrate. Na gut, dann. Und wir können hier mal den. Den hier machen. Sehr schön. Angriff von hinten. Hat noch nicht so viel getan. Dem Bär geht's noch super. Die ist auch ziemlich stark. Wir sollten gucken, dass wir die nicht entkommen lassen, weil die holst Verstärkung. Das ist ein bisschen scheiße. Joa, was machen wir hier? Hier drüben jemand? Um die Ecke schießen? Weiß ich nicht. Keep going. Rettungshof gelungen. Fantastisch. Hier muss doch irgendwo noch eine Spinne sein. Ja, hier. Kritischer Treffer. Der nächste Varg kommt. Ne, fair. Jetzt mal irgendwie einen Varg dabei. Oh, der Bär hat kassiert. Kommt noch eine weitere Spinne, verdammt. Müssen die Goblins ausschalten, damit sie nicht mehr Spinnen beschwören können. Sie zu weit entfernt. Aber du bist nicht zu weit entfernt. Sehr schön. Badische Inspiration. Auf den Barbaren. Ah, da kommt Verstärkung. Sehr schön. Ich dachte schon, wir kriegen das zu schnell hin. Ich glaube, wir werden hier oben gebraucht. Mal sprinten. Unmobil gefesselt, das ist ja Blödsinn. Was machen wir nur? Nix. Wie kommt denn das? Was wollen wir dem ganz ansetzen? Hat er ihn gefesselt? Schussfang. Jetzt bin ich auch gefesselt. Was soll denn der Mist hier? Wer fesselt mich denn hier? Und daran was ändern. Wieder oben bestimmt. In Position. Natürlich, jetzt kann ich nicht mehr angreifen. Leben Herz. Können wir jetzt angreifen? Konzentration verloren. Knopfschlag. Weg ist er. Ich
Noch sieht's relativ okay aus mit uns. Blood follows me everywhere. Try something. Kritischer Fehlschlag, na toll. Hat sich geduckt. Na komm. Na, denen geht's auch nicht so gut. Komm, wir sind gefesselt. Aber trotzdem hier mal sie blockiert. Na, fantastisch. Runde verschwendet. Jetzt darf der Bär wieder. Okay. Ich bleib mal hier so in der Nähe. Falls da gleich so eine Spinne spawnt. Die sind zu weit weg. Ja, sind so. Vernichtet. Und dann rennen wir mal hier lang. Autsch. Dem Gating geht's nicht mehr so gut, den könnten wir mal heilen. Und mich selbst auch noch mal ein bisschen. Dein Zug, Rüstung, Stufe 2. Ich glaube nicht, dass das geklappt hat. Das sah so aus, als hätte der Zauber abgebrochen. Okay, wer hilft mit? Okay, sie ist noch. Sie braucht sie nicht zu heilen. Ist sie schon rausgerannt oder? Also steht hier in der Ecke. Spalten. Als ob. Hätte es doch wenigstens hinrennen können. Besiegt. So, ich laufe mal ein bisschen hier hin. Hier ist irgendwie. Der kann ja sich nicht um Platz bewegen. Ach du Heilige. Ah, endlich. Bleiben wir mal hier oben auf. Dahinter können wir noch nicht. Fehlschlag, das ist gut. Ist der Bär dran? Was tut er? Dann kommt hier hoch. Mein Zug. Sprint ich mal da hoch zum Geschehen. Okay, 29 Meter sind selbst. Wir sprinten zu weit weg. Aber von hier aus kann ich jetzt schießen in der nächsten Runde. Ah, okay. Vorbereiten, zerfleischen. Hübsch, hübsch. Okay,
Karlach braucht Heilung, da sollten wir mal hin. Breathe deep and move. Zumindest ein wenig. In viel Schlag. Step to it. Ach, wir haben ja Heiltränke. Also können wir uns auch aufheben. Steht noch ein anderer Bosskampf direkt hinten dran. Bevor. Schenkelschuss. Rettungsruf genommen, als ob. Okay, Helden brauche ich noch nicht. Merkwürdigerweise hat die das noch nicht. Wurde die noch nicht wirklich verletzt. Da geht er. Game over. Ich bin dran. Feuerpfeil. Schön viel Schlag, na toll. Aber sie ist auch nicht mehr lange. Sehr schön. Da ist noch ein Goblin und das Viech, ja. Sehr schön. Creature-Treffer. Sehr schön. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature, or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the Druid Halsin. Nach ihm haben wir gesucht. Ist Halsin der Meister oder Meister Halsin aus dem Smartheim? Ich habe mit dem Tier gesprochen. Sie meint, dass ihr mit dem Parasitenkopf helfen könnt. Ich habe gehört, dass ihr ein unvergleichlicher Heiler seid. Ich brauche eure Hilfe. Ich war im Smartheim. Es ist erst in Gefahr. Ihr solltet von hier verschwinden, das ist gefährlich. I am aware. I foolishly left it vulnerable to this rabble. There's work to be done. That look in your eyes. I've seen it before. Are you feeling all right? Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. Hat sie gut herausgefunden. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. How is this possible? Ich weiß nicht, ich wurde auf ein Flinschiff infiziert und bin dann entkommen. Hat den Prozess unterbrochen. Ich glaube, dieses Artefakt hat was damit zu tun. Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck.
It's no coincidence that you found me here, I'll wager. You're after a cure for this parasite. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles, but I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. Mm-hmm. And it's where you find your cure. Erzählt mir, was ihr über die Herkunft der Larven erfahren habt. Diese Magie ist nicht diese Fortpflanzungsart der Gedankenschinder. Dann war alles umsonst. All das habt ihr durch eure Studien erfahren. Erzähl mir mehr. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Should einiges darüber zu wissen, kommt ihr mit nach Mutaufgang. Veränderte Parasiten ein Heilmittel bei den Türmen des Mutaufgangs? Vielleicht klingt ebenfalls nach Spekulation. Man weiß ich jetzt, was zu tun ist, vielen Dank. I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Drow Ragslin, and that perversion of a priestess Gut. They are holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Ich hoffe, sie ist nicht auf einmal auferstanden. Dein ist nicht mein Problem. Ich muss dann mich auf anderes konzentrieren, mich selbst zu retten. Zu viel verlangt, wenn man mich darum bringt, durch in Sicherheit. Ein gestaltwandelnder Bärendruide an meiner Seite wird es einfacher machen. Ja, genau das. Be warned. My presence could make things more difficult. I can only restrain my bear form so much. I won't be able to help but attack goblins. If I join you, we'll likely have to slaughter this entire place. You may want to use discretion when approaching the goblin leaders. So be it. May Sylvanas lend us nature's fury. Wir können die, wenn wir die Anführer bekämpfen, können wir es gebrauchen. Ist kurz Zeit für eine lange Rast. Where are you going? We have work to do. Enemies to kill. Okay, wir können keine lange Rast machen, das macht's ein bisschen komplizierter. Wenn wir hier unsere Sachen schon verbraucht haben, da will ich nicht wieder aus dem Kampf lebend rauskommen. Weil die Heilung ist auch verbraucht, also gerade nicht, aber uff. Trinke ich wenigstens mal den Trank. One with the weave. Na, man kann trinken mehr für den Bosskampf. Es wird spannend. Und lange Rast. Zum Glück habe ich eine Idee, wie wir den großen Boss besiegen können. Jetzt wird es natürlich lustig mit den Wachen hier. Jetzt müssen wir uns erstmal vorkämpfen, wie es ausschaut. Ignis!
Mal schauen, ob wir das überleben. Wir sollten gleich mal speichern. Ich hoffe, dass die keinen Alarm rufen können. Sollte ich hier mal speichern? So, wir sind im Kampfmodus. Rennen können wir nicht. Okay. Aber wir können rennen. Meter sind zu viel. Das verlangsamt das Ganze irgendwie ein bisschen. Und erstmal voran sprinten. Wir sind hier noch andere Wachen. Ne, die sind da vorne. Von dem Auge weiß ich, dass das da vorne steht. Oder auch hier. Das Auge war doch, oh Gott. Verstärkt gerufen. Na toll. Das wollten wir aber eigentlich verhindern. Heimlich kommen wir ja sowieso nicht mehr durch. Verdammt, der ist ziemlich stark. Schildfehlschlag, fantastisch. Stehe ich hier schon mal im Weg, falls noch jemand kommt. Lass den erstmal aussetzen. Sehr schön. So besiegt. Wir müssen das Auge mal ausschalten. Ich weiß bloß nicht, wie wir da runterkommen. Gehen wir mal den Weg hier. No time to waste. Sekundverstärkung. Auf der Berg an der Treppe hoch, die Leiter. Okay, Leiter hoch. Das macht das Ganze ziemlich spannend. These pariahs, they're prepared to fight for the absolute. What they do ain't exactly fighting. All they gotta do is light up a powder and burn. Then they're prepared to die. Nicht so stark. Dying's the only thing. Das hat wohl nichts gemacht. Ich sehe 104 große Güter. Ich
Können wir sie auch irgendwie in den Abgrund werfen? Können wir sie herlocken? Erstmal kümmern wir uns um das Auge hier. Das ist doch das Beste. Kannst zumindest keinen Alarm mehr machen. Das wird die andere sowieso machen. Ja, fantastisch. Ich bin ein Angreifer. Heading out. Sehr schön. Und Bär nach oben. Mehr nach unten. Sehr schön. Mein Zug. I'll strike you down. Ich bin schon fehlgeschlagen, fantastisch. Das fängt sich super an. Nein, das wird noch nicht. On my way. Das war jetzt etwas unnötig. Okay, die kriegen wir schneller tot. This is gonna feel good. Einmal sprinten über die Brücke. Count on me. Wir lassen uns nicht runterwerfen. Das greifen wir auch mal an. Okay, da haben wir einen Gegner, den wir irgendwie... Vielleicht kann man sie runterwerfen. Das ist eine gute Idee. Ein Bär. Fehlschlag. Okay, kann ich hier noch hinrennen? Steht der Bär im Weg. Fantastisch. Wir werden nicht runtergeschubst. Sie darf nicht festgesetzt sein, fantastisch. Okay, sie können wir so nicht besiegen. Okay, im Team geht es noch halbwegs gut. Fehlschlag, verdammt. Ich stehe hier drüben.
Oh, sehr schön. Okay, der wird immer als erstes gelähmt, das ist fantastisch. Machen wir ihn alle. Einer weniger. Ja, gut, ist los Angriff. Ich hätte viel. Von einiges. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Müssen sich alle auf mit Gebrüll auf sie stürzen. Mutheilung. Großartig. Kann man nicht machen. Ist da mein Sprint nach hier? Time to press ahead. Das ist ein bisschen. Nein, das wird nichts. Fehlschlag, fantastisch. Let's light them up. Den Spruch kenne ich irgendwo her. Jetzt ist los Angriff, auf geht's. Von Seelen mal. Irgendwie werden wir sie schon drunter runterkriegen. Ja, noch ein wenig heilen. Einmal schubsen. Rettungshoffnung als ob. Okay, warum geht das jetzt nicht? Okay, das war gut. This is my happy place. Rücksichtsloser Schlag. Wow, okay, wir kriegen die schon irgendwie down. Und es geht uns down. Kritischer Treffer, oh Gott. Kritischer Fehlschlag, verdammt. Ich heile schon so gut es geht. Eine gute Idee, Gale. Die kriegen wir hin. Fehlschlag, geil. Fire, baby. 35, nice. Wir haben die bald. Also die Bärenklaue ist auch ziemlich stark. Ja, was hat die sich wieder geheilt? Vulkaner versucht zu heilen. Ja, irgendwie nicht. Wer ist jetzt dran? Ich bin dran. Feuerpfeil. Fehlschlag. Nice. Schon wieder ein Fehlschlag. Skandalös.
so ohne Rücksicht auf Verluste. Zum Glück ein Fehlschlag. Oha. Nice, die haben wir gleich. Fehlschlag. I don't fancy their chances. Kritischer Fehlschlag. Schön. Na komm, mach den Rest K noch. Fehlschlag, nice. Nein, ich hab Karnak getötet. Ihr Schweine. Dafür gibt's Ende mit der Beere. There's an illicit parasite in that corpse. You should take a look. Dann haben wir noch einen anderen zu retten. Karla ist nicht, alle anderen sind frisch. Sie muss noch irgendwie. I had a wild dream last night. This beautiful entity came to me, promised to protect me, told me the parasite in our heads could give us power. Ich hatte auch so einen Traum, Nebenwirkungen der Larve. Sounds like it. What did you make of it? Ich hatte es für irgendeinen psionischen Trick. Ich habe dem Wesen keine Worte geglaubt. Es war nur ein Traum, sonst nichts. Wenn unser Zustand auch irgendwelche Mächte bringt, bin ich bereit, sie auszuprobieren. Ja. Das am ehesten. Right. I hope so anyway. Was wisst ihr darüber, dass die Stadt Ilutrie nach Averlus hinabgestoßen ist? Ihr müsst vorerst im Lager bleiben? Nein. Wasn't all that long ago. I never knew the whole of how and why, but I remember the devil slavering with delight. I should have looked after the Elturans more. Gone out of my way to make sure they were all right. I didn't want to risk my neck. I let them get on with the nightmare, same as I had to. But Avernus is no place for decent folk. I'm glad they got out. So glad. Gut, einmal plündern hier. Ich hatte eine Waffe, die wir mitnehmen können. Einen ungewöhnlichen Streitkolben. Eine Rüstung. Stiefel. Oh, die Stiefel könnte ich gebrauchen. Athletisch. Und ein Spinnenjäger. This one is a true soul parasite. Oh oh. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Lauf deinen Geist offen, ich bin mir da nicht so sicher. Für das Stadtschließende Parasit den Zugang verwehren. Wir haben schon eine. You are not ready. Vernichte sie. That's all right. But try to overcome this resistance sooner rather than later. It will make things much easier for you. Ein Parasit reicht. Du kannst jetzt Gedanken schon der Parasit aus dem Inventar verzehren, um neue Kräfte freizuschalten. So können wir den vernichten. Gedanken schon der Parasit. Und gut aufbewahren. So, was haben wir hier alles aufgehoben? Stiefel des Schreitens. Die Jacke des Wohlwollens.
doch was für Gel. Freizeitkleidung. Mintaras Freizeitkleidung. Mhm. Sieht nicht schlecht aus. Ich würde nochmal versuchen. Den umfärben. Spinnen seine Rüstung. Könnte hier stehen. Streitkolben. Könnt auch ihr. Könntest du ihr fassen. Und die Axt ist schon geil. 4 bis 18 Schaden. Und bis. Okay, nee, vergiss es. Klasse 12, Klasse 14. Nein, dann lass mal. Kannst du die Spinnenrüstung tragen? Klasse 15, nee, das ist ja, das wäre ein großes Downgrade. Und ich geübt darum. Leichte Rüstung, ich könnte die tragen. Und das Gewand sieht nochmal. Ja, nein. Oh Gott. Kann Gel die tragen? Quite ready for you. Okay, das sieht irgendwie merkwürdig aus. Foto bei Konstruktion werfen. Bis wir was Besseres finden. Jacke des Ruhewurms. Hat auch was. Stufe 11. Heilende Reime. Oha, das ist aber was für meinen Charakter. Oha. Gib mir mal das hier, auch wenn das momentan ist. Es sieht lächerlich aus. Die Robe nicht wechseln, die sieht nicht so. Ja. Obwohl, das geht auch. Ich hab das Wohlwollens. Hellende Reime, wenn du einen Verbündeten mit badischen Inspirationsbrillen erst du viel temperiert. Das ist echt gut. Das brauchen wir. Wir haben doch Färbemittel mit dabei, oder nicht? Endfärber. Will ich ganz in Grün rumlaufen. Orange Rot. Nicht schlecht. So kann man rumlaufen. Und dann haben wir noch andere Farben. Endfärber. Jetzt haben wir sie nackt ausgezogen hingelegt. Warte, kann mal Kano. Well. Überladen. Ach, wir haben noch die andere Goldenen Priesterin hier dabei. Wahre Sehne, gut. Den Abgrund werfen. Sehr schön. Netze ist inspiriert. Have a lot on my mind and well in it. Moving ahead. Langen Rast können wir jetzt nicht machen. Ich würde es mal versuchen. Where are you going? We have work to do. Enemies to kill. Na klar doch.
meinen letzten schaffen wir auch noch. Der ist hier ganz in der Nähe. Einmal hier rum, da müssen wir wahrscheinlich, glaube ich, noch hier lang. Zum Glück habe ich da eine Idee. Lassen wir es bloß hier nicht runterwerfen. Da ein Spinnen. Na, das ist doch klar. Schnell runter hier alle. Schnell runter von der Brücke. Es ist schlecht, dass wir jetzt hier im Nachteil sind, dass wir nicht den Überraschungsangriff haben. Am besten da rumrennen. Okay, vergiss es. Der Weg war versperrt. Natürlich, jetzt wird er da alleine angegriffen. Finde ich eher nicht so gut. Wir wären im Vorteil gewesen, wenn wir schon drin gewesen wären. Jetzt kämpft man ja an der Tür. Und lass dir Zeit. Müssen wir unbedingt schnell runter. Mit Rohr. Müssen wir eigentlich besiegen, während er noch dort hinten steht. Oder er kommt hier raus. Die letzte Möglichkeit haben wir, den hier runter zu werfen. Ja, 52, ich meine, wir haben auch schon mal die andere gerade besiegt, aber. Schnell weg hier. Dass wir nicht runtergeworfen werden. Oh Gott, die Beurteilung. Okay, die bringen sich in Stellung. Wir rufen wahrscheinlich Verstärkung. Den Großen müssen wir bloß irgendwie wegkriegen. Nehmen wir die Verstärkung auch noch hin. Jetzt haben wir hier Leute vor uns. Fantastisch. Ist noch nicht tot genug. Unsere Barbaren. Okay. Können wir die ein bisschen zurücklassen? Okay, er ist tot. Mal ein bisschen Rückzug, damit wir hier noch was ihn hier reinholen können. Rennen wir aus dem Feuer raus hier. Du musst den Kampf hier irgendwie überleben. Jetzt steht der Bär da am Weg. Sehr großartig. Spazieren wir mal dorthin. Können wir hier schon ein bisschen kämpfen?
Ich hoffe jetzt, dass der hier rauskommt, dass wir den da, wo der Bär jetzt gerade steht, ein bisschen abgrund schießen können. Kampfrausch. Das wird aber wahrscheinlich nichts. Na toll. Wir sind so geliefert. Dann haben wir eigentlich gespeichert. Kritischer Fehlstand, nice. Wo steht der eigentlich? Rücksichtslos Angriff. Okay, da haben wir zumindest die Wachen hinter uns. Wo ist Gale? Unbedingt. Okay, die haut ab. Und die ist fast hinüber. Ich kann G hier gerade auf der Karte nicht sehen, deswegen. Ach, hier ist Gale. Stehst da ziemlich ungünstig. Natürlich hat er es auf G abgesehen und geht es weg. Fantastisch, G hat mal gebraucht. Vielleicht kriegen wir den auch irgendwie so hin. Mit Bärenunterstützung. Mutheilung geht nicht. Fantastisch. Dann hätten wir wenigstens doch die Barbaren. Was soll es? Bin am Zug. Heilung kann ich aus irgendeinem Grund nicht mehr. Was habe ich gerade gemacht? Läuft gerade nicht optimal. Kritischer Fehlschlag. Die haben wie sowas wie den Schubsen. Sehr schön, so soll das. Zerfleischen. Ah, 21, sehr schön. Kriegen wir den noch besiegt, bevor wir ihn wegschütten müssen. Fehlschlag. Ja, mit G sieht's nicht gut aus. Oha. Er ist fast tot. Wir brauchen unseren Bären auf jeden Fall noch. Okay, die Bärenform ist weg. Oh, das ist ein guter Angriff. Den können wir gebrauchen. Wir können noch heilen. Ich will erstmal sie hier heilen. Aus Sichtweite. Na toll. Dann.
jetzt zu weit weg. Dann greifen wir mal an. Fehlschlag. Kriegen wir wenigstens die Heilen. Ein wenig. Oh Gott. Wir werden ja ordentlich attackiert. Den kriegen wir vielleicht irgendwie. Okay, vielleicht können wir den irgendwie ausschalten, den kleinen. Wenn man zumindest niemand von der Seite attackiert. Vielleicht können wir jetzt irgendwie mal Geld aufhelfen. Na, fantastisch. Dunkelheit. Sieht recht schlecht aus, unser Team. Na, viel was nicht gebraucht haben, der ist schon ziemlich down. Scheint immer nicht viel zu bringen. Können wir gehen, mal bitte aufhelfen. Wenn der dann ein AP, ein KP hat und gleich wieder am Arsch ist. Mischst du dich noch mit ein? Ach du Scheiße, das sieht echt schlecht aus um uns. Sah zumindest schon mal besser aus. Sehr schön. Kriegen wir wenigstens den irgendwie da rum. Den kriegen wir weg. Kämpfen ja an mehreren Fronten. Okay, da geht die zweite down. Kritisch. Heilung wäre mal ganz gut. Kann man es irgendwie in Sicherheit bringen? Geht's auch nicht so gut, es geht allen nicht so gut. Aha, sehr schön. So ist den Großen haben wir gleich alle. Okay, ist wieder weg. Verdammt, zu viel Schlag. Ich hätte noch Tränke, braucht bloß gerade keiner. Das ist nicht gut. Heißen die Runde bitte noch überleben, damit er angreifen kann. Heißen geht's ziemlich schlecht.
Erinnerung auf dich selbst. Und schalten wir den aus. Okay, das ist gut. Jetzt müssen wir den Kampf noch irgendwie überleben. Und das tun wir kaum. Das werden wir nicht wirklich schaffen. Die Heilung ist so ein bisschen... Heilung irgendwie nicht machbar ist. Kann man nur in den Tagen gerade mal Heiltränke verteilen. Blöderweise nicht. Ich hoffe, er hat noch einen Heiltrank. Heilen kann ich nicht mehr. Er ist jetzt tot. Wie funktionieren diese Rollen der Wiederbelebung? Dürfte ich halt noch nie herausfinden. Sieht recht düster aus für uns. Und Gale, kannst du irgendwie noch... Bist du schwach für alles, oder? Nicht genügend Ressourcen. Dann muss ich erstmal selbst heilen. Was er nicht kann. Fantastisch. Lebt immer noch. Ah, sehr schön. Könnt ihr wieder angreifen. Und zum einen Kämpfer. Gegner irgendwie dezimieren. Ich weiß nicht, wie viel das noch sind. Sieht nach einigem aus. Man sieht für uns ziemlich scheiße aus. Könnte man verfüllen, wäre fehlgeschlagen. Kritischer Treffer. Gefällt mir sehr. Haben die eine besiegt. Das hat irgendwie nicht geklappt. Fantastisch. Kritischer Treffer, stirbt und rennt. Es läuft hier echt super. Nicht. Spiel vorbei. Fantastisch. Zerstörtes Heiligtum. Wir haben vor dem letzten Kampf nochmal gespeichert, oder? Oh Gott, das wird schwer hier. Aber wir waren auf einem guten Weg.
Yay. Ich würde es mal offscreen machen, oder? Ich mach die Kämpfe mal. Jetzt habt ihr sie alle gesehen. Ich mach's so offscreen nochmal. So dann. Ich meine, wir haben den ja besiegt, den großen. Mach mal die Kämpfe offscreen, dann können wir beim nächsten Mal hier raus aus dem Goblin-Lager. Ich glaube, das ist ganz gut. Das können wir. Ganz gut, wenn wir nächstes Mal hier raus sind. Dann mache ich ein bisschen offscreen weiter. War ja auf jeden Fall ganz spannend, dieser Part heute. Sehr viel Kämpfe. Kampf. Ein großer Kampfespart. Schauen wir mal nächstes Mal, wie es nach den Kämpfen hier weitergeht. Wo zum Henker sind wir hier? Jetzt wissen wir einiges besser, deswegen können wir da vielleicht besser gegen vorgehen. Aber wo zum Henker? Achso, hier zum Henker sind wir. Alles klar. Bis zum nächsten Part. Haben wir heute mal nicht 1,15, sondern nur 1,13. Danke fürs Zuschauen. Haut drinne. Ciao.